Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 108. So wie ich feststellen musste, funktioniert das sehr gut mit dem Handy. Die Aufnahme hört sich wirklich super an. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob das so besser ist, dann mache ich das immer so. Die sind zwar was größer, die Aufnahmen, aber das ist ja egal. Das zeigt ja auch, dass die Qualität viel besser ist. Weil vorher waren die Aufgaben, die 20-Minuten-Aufnahmen ungefähr, sag mal 50 MB. Das war aber MP3. Und jetzt nehme ich auf als Windows Media, also WMA, Windows Media Audio. Da sind die Aufnahmen 250 MB groß. Also ein deutlicher Unterschied. Von daher. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Sumpf. Da haben wir dieses komische Item bekommen. Dieses komische Item. Dem Item. Das da. Dann können wir da nämlich das Wasser reinigen oder so. Oder eine Probe nehmen. Ich muss zugeben, ich habe es nicht gelesen. Aber wir kriegen was Tolles, glaube ich. Ist das eine Reinigung des Wassers da? Nein, da. Ja. Das würde ich sagen, schnappen wir uns dann gleich. Was haben wir hier noch? Trefferwertung. Ja gut, das ist auch nicht verkehrt, aber ich würde sagen, wir nehmen uns doch lieber das. Weil, ja gut. Ja, das ist die Frage. Aber hier ist Distanzkraft minus. Ne, nehmen wir das da. Das ist besser. So, ich hoffe. Ich finde lustig, wenn die auf einmal anfangen so zu flitzen. Pium. Ich denke, wenn ich das sehe, das sind Blümchen. Die gelben Dinger davon. Dann gehen wir. Oh, Blümchen. Ja. Und dann? Nö, doch nicht. Hier, da will ich auch nochmal rein. In den HDC2 oder der schwarze Morast. Hm, das ist nämlich nicht verkehrt. Da gibt es nämlich ein super geiles Trinket. Weiß mal gucken, ob das schon funktioniert. Ihr habt kein Ziel. Aha, ich habe kein Ziel. Ich glaube, da hinten muss ich hin. Nein, das war falsch. Könnt ihr noch nicht? Was ist denn irgendwie ein Beschwören Bundesenergie? Nee, das ist irgendwie falsch. Auch ein, ja. Sagen, brauche ein anderes Item. Das ist auch das Ding, was der Hexenmeister hat. Die Teufelswache. Die ist richtig cool. Mittlerweile ist es ja so, wenn man dann, ich glaube, Demos skillt, dass man die dann direkt von Anfang an hat. Hier bei Burning Crusade kriegst du die erst, wenn du quasi Level 60 bist, weil man es halt bis runter skillen muss. Sonst kriegt man das nicht. Aber das ist nicht die beste Skillung hier. Ich glaube, die beste Skillung ist Zerstörung mit Opferung. Haben wir damals zumindest immer so gespielt. Muss man seine Succubus opfern, damit man mehr Schattenschaden macht. So war das damals. Wo ist er denn hin? Kommst du her?
Kabel wieder ausziehen. Wahrscheinlich irgendwo unten runter oder so. Markus Rache können wir von hier aus nicht starten. Because. Oh, der sucht alles. Ich dachte, der sucht nur zwei DDs. Oh, ich habe nicht ganz gelesen. Tank Heal und zwei DDs sucht er. Ja, quasi gerade so am Anfang von zusammenbauen. Naja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. 13 Taschenplatz haben wir noch frei. So, dann reiten wir schnell nach Ehrenfest, weil wir sind gerade in der Lier. Geben dann unsere Quest ab und fliegen wieder zurück nach dem Tempel. Geben doch dann die Quest ab. Ach, das wird toll. Sehr Dunkelheit, da kriegen wir aber nichts für. Ehrenfeste. Ich finde die Musik ist immer hier geil. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ist eigentlich in dem Video, wo das Mikro so kacke ist, läuft eigentlich Musik, wie ihr gesehen habt. Und wenn man die Sachen zusammensetzt, mountet man automatisch ab. Und es ist mir damals oft passiert, mittlerweile geht das ja nicht mehr, dass ich oft vom Greifen gefallen bin, wenn ich das getan habe. Mittlerweile kann man das ja einfach so machen, egal wo man ist, zack, irgendwas zusammenbasteln. Ob greif oder nicht. Das funktioniert ganz gut. Ich probiere ja immer mal wieder andere Privatserver aus und zu gucken, wie so das Spiel ist, ob es flüssig ist, ob zu viele Bugs sind oder so. Ich hatte jetzt einen ausprobiert, das war ein WODs. Nee, doch, nee. Mist auf Pandaria Server war das. Da konnte ich auf dem Mount sogar Blümchen sammeln. Das fand ich interessant. Wenn das dann auch mit Flugmodes gehen würde, ich weiß nicht, ob es mittlerweile geht in WoD, jetzt so kurz vor Ende, bevor Legion kommt. Das weiß man nicht. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich bin immer noch irgendwie hin und her gerissen im Moment. Nur im Add-on und so. Oh, ich weiß nicht. Interessieren tut es mich ja schon etwas. Aber gut. Gefühlt mein halbes Leben habe ich gespielt. Gefühlt. Aber doch nicht dann so lange. Aber die gefühlte Zeit ist ja eh immer eine andere Zeit als die, die wirklich passiert. Das kennt man ja. Ich glaube, das gehört dazu. Ja. Ach, das ist hier in, wo die Leerwandler rumeiern. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal für eine Quest. Da mussten wir irgendwas suchen von den Leerwandlern. Die Leerwandler mit den kleinen Äxten. Weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert. So, und hier ist nämlich auch unser Freund der Rüstmeister, der nämlich den Schlüssel hat. Wohlwollend wir haben. Mal gucken. Scherbe freundlich. Ja. Also noch ein bisschen und dann haben wir auch da ungefähr 10 Quests mit dem Ruf. Passt. Jetzt können wir noch nichts Tolles hier holen. Ne? Das wäre vielleicht netter Schuppen. Na gut, aber dafür brauchen wir netter Schuppen. Tja, und ganz viele tolle andere. Schwere Knotenhaut, netter Schuppendrachen. Netter Drachenschuppen. Die sind krass. Aber da muss man diese Kumpen, also die netter Drachen töten für. Und theoretisch wollen wir die eigentlich gar nicht töten, weil wir wollen ja was von denen haben. Wir wollen ja einen Flugmount.
Und das, obwohl ich glaube, ich weiß, damals war ich ehrfürchtig, aber wenn ich mich auf, ich glaube, feindlich oder im Krieg oder so gestellt habe, konnte ich die auch töten. Ich meine sogar ohne Ruf zu verlieren, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Das ist schon etwas länger her. Ich meine, dass das geht. Aber garantieren dafür kann ich nicht. Je nachdem können wir das ja testen. Je nachdem, ne? Wie weit wir kommen, wie weit wir hier spielen, ob wir irgendwann den Server wechseln, ob. Mal gucken. Mal gucken, wie lustig wir sind. Ja, wer sieht 250, ja, wollte ich gerade sagen, Ruf bekommen. Wir nähern uns. Ich meine, jede Quest oder so, die man für Ehrenfeste macht, kriegt man 250 Rufe. Das geht auch ohne Instanzen, meine ich. Ich meine, das müsste funktionieren. Weil in den Instanzen selber kriegt man pro Mob, glaube ich, zwei oder einen Ruf. Und für die Bosse 100 oder 150 oder nur 50. Bin ich mir nicht sicher. Können wir doch direkt die Leerwandler da hinten mitnehmen. Kurz Post verschicken. So. Wenn ihr mich im Spiel seht oder so, ihr könnt mich auch mal gerne anschreiben. Wo ich gerade hier meine Hexe hinschreibe. Die könnt ihr auch gerne anschreiben. Wenn irgendwelche Fragen sind oder irgendwas anderes, ist das gar kein Problem. Müssen wir gerade gucken, was wir noch verschicken können. Nö, das müsste es eigentlich gewesen sein. Allerdings werden wir uns jetzt mal zwei Stück herstellen. Können wir die direkt auch benutzen. Und unsere Sachen pimpen. Und in einem gucken, weil wir sind ja gerade hier in der Nähe vom Lederlehrer. Jetzt gucken, ob wir da irgendwas Tolles bekommen, beziehungsweise herstellen können. So. Wo ist es denn? Da ist es. So. Mal gerade gucken. Geht das auch wieder nur auf Beine? Ne, Hände, Füße, Armbrust, Beine. Okay. Es gibt auch diesen, die gehen nur auf Beine. Sehr schön. Ranzen des Lederers. Oh ja, das ist cool hier. 20er Platztasche. Die haben wir an. Haben wir die jetzt gelernt? Nee, ne? Das ist die mit Int, glaube ich. Das dann. Oh, das ist cool hier. Die werden wir uns herstellen. Das ist auch wahrscheinlich mit Int, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen noch zwei Knoten aus Leder, dann können wir uns nämlich auch neue Schuhe basteln. Sehr schön, dann können wir hier auf die nämlich unser Knoten-Hautrüstungsset knallen. Und wenn wir dann noch nächstes zwei Leder haben, basteln wir uns die Schuhe und können uns da auch nochmal Ausdauer drauf knallen. Das finde ich schön. Sonst noch irgendwas Praktisches gelernt? Ich glaube nicht, ne? Nö, nö, nö. Wir müssen eh gerade hier runter. Dann nehmen wir uns zwei Schweinchen mit oder drei oder vier. Je nachdem, wie lang es dauert. Knoten und Fetzen. Ja, könnte. Probieren einfach mal. Ach, diesen Mehrfachschuss, wie ich ihn mag. Nur blöd ist halt, wenn man seine Eisfalle selber beschießt. Was dadurch passiert, weil der schießt auf alles. Da macht er keinen Unterschied. Wenn man Mehrfachschuss macht, dann mit allem. Also muss man wirklich immer aufpassen.
Das heißt es nämlich wieder, der Jäger, bla bla bla. Teufelsberge sind gut, aber das wollte ich gar nicht haben. Aber das ist ja meistens so, ne? Das, was man nicht will, bekommt man. Tja. So ist das mit allem. Aber nachher, wenn die Gegner größer werden, beziehungsweise Nahelgrand, wird auch nicht mehr so viel Knoten und Fetzen fallen. Da wird das einfacher sein mit der Lederbeschaffung. Oh, das sieht gut aus. Wir brauchen jetzt nur eins. So. Zack. Ja, sieht wirklich gut aus. Dann können wir ziemlich neue Schüchen basteln. Das finde ich gut. Ach ja. Manchmal, ne? Wollen wir auch alles. Jawohl. Neue Schuhe willkommen. Sage ich da nur. Neue Schuhe willkommen. Können wir die schon erstellen, ja? Hier? 25 Sekunden. Ja. Ich habe letztens ein paar Taschen erstellt. Ich glaube, ich kann 20 Taschen erstellen oder so. Hab ich nur noch gemacht. Und habe Gefühl, ich glaube, 6 Minuten oder so gebraucht. Oder auch als ich hier Leder gespielt habe, teilweise braucht man so lange für irgendwas. Das ist echt unglaublich. Und ich habe es noch nicht mal geschafft. Das finde ich auch unglaublich jetzt. Holen wir uns unser Päckchen wieder. Kann der nämlich schon mal zum Heilen bekommen. So. Das mag der nicht. Das mag der nicht. Ganz schön eingebildet. Ne? Na gut, mein Tiger kann ich ihm nicht geben. Magst du ein Blümchen? Nein. Blümchen mag er auch nicht. Da sind es bestimmt gesunde Blümchen. So. Den Pfad bereinigen. Ist das? Ah, ich glaube, das ist unten. Ich muss gucken. Das ist hier unten irgendwo in Schattenmontal. So, was ist denn jetzt noch das drauf? Jawohl. Sehr schön. Und wir haben einen Rüstungsbonus. Zwar 15% Crit. 15 Crit. 50% für Crit wäre schon krass auf einem Gegenstand. Ich glaube, den wird auch keiner mehr ausziehen. Dadurch bekommen wir 0,99%. Hier dieses Add-on, weiß nicht, ob es schon mal erwähnt hatte, was die Werte vergleicht. Das heißt Rating Buster. Das einzige Problem mit dem Rating Buster ist, wenn man eine Mana-Klasse spielt, zum Beispiel. Also so eine Klasse, die sich auch verändern kann, sprich Nah- und Fernkämpfer und weiß ich nicht, wie der Schamane, musste ich leider feststellen, ich glaube, wir reiten falsch, nein, wir reiten richtig, dass der das total lustig findet, immer wieder die Werte zu ändern, sprich, man ist eigentlich Verstärker, braucht Stärke, aber es wird immer nur angezeigt, wenn du das anziehst, kriegst du mehr Mana und mehr Crit. Ich dachte nur, toll. Das will ich doch gar nicht wissen. Man kann es aber auch umstellen in den Einstellungen. Ist manchmal ein bisschen kompliziert. Oh, brauchen wir nur einen? Somit haben wir die Quest auch abgeschlossen. Sehr schön.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Folge 108 oder 109. Naja, wir werden sehen. Und lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.